Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Ich würde sagen, ich zeige euch noch mal eben meine Chaos-Gegend hier, die an jeder Retro Gamer so mit sich führt. Ja, hier zum Beispiel wäre dieser Hub. Der braucht sogar einen extra Stromanschluss. Und der Eingang wäre jetzt hier. Und das Ganze wird dann verteilt an drei Malan. Ein Malan für mein Radio. Ein Malan für meinen Server, da unter dem Tisch. Und einmal LAN für den Commodore. Für da. Genau. Ja, wie man hier sieht, ist jetzt hier mittlerweile alles ganz schön verbastelt. Adoptiert ohne Ende. Auch hier mit der Retro-Skala. Hier ein Adapter, da noch ein Splitter, da noch ein Adapter. Hier noch ein Störfilter, hier ein anderes Netzteil und USB und alles, was das Herz begehrt. Also ich blicke hier mittlerweile auch nicht mehr durch. Ich habe schon versucht, das irgendwie vernünftig jetzt hier zu verlegen. Aber ja, das Chaos ist trotzdem da. Das jetzt nur mal so am Rande erwähnt. Hier wäre der Zukunftstuxer. Und zwar folgende Situation. Ich habe heute Morgen alles per WLAN angeschlossen. Per LAN angeschlossen. Und zwar die Ultimate 2 Plus. Und zwar das gute Schätzchen hier. Wie man sieht, na, sieht man es. Ich ziehe ein bisschen raus. Ist hier schon ein Netzwerkkabel dran. Das funktioniert auch alles. Da habe ich schon die ersten Versuche mitgefahren. Und ich habe das Ganze auch schon aufgenommen. Zweimal schon. Und jedes Mal war das Problem, dass dieser Klinkestecker irgendwie sich immer so ein bisschen gelöst hat. Und da war die Audioqualität dementsprechend natürlich miserabel. Deswegen nehme ich das jetzt gleich nochmal zum dritten Mal auf, extra nur für euch. Ja, und dieses Kabel ist im Endeffekt dann nur für meinen Server, weil das, was dran ist, funktioniert irgendwie nicht. Jetzt habe ich mir nochmal so ein vernünftiges Kabel geholt. Ist kein Cat 8, aber zumindest so ein Standardding, sage ich mal. Ich das hier drauf, welches Cat? Cat 6? Ja, Cat 6 sollte doch eigentlich reichen für mich. Ja, ich würde sagen, ich krabbel hier nochmal unterm Tisch, schließe nochmal alles an und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich die ersten Einstellungen vornehme, also für euch die ersten Einstellungen vornehme am Ultimate 2, wie man das Ganze im Netzwerk miteinander verknüpft. Das wäre jetzt so mein Plan. So, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal alles. Wie ich das Video jetzt zusammenstelle, weiß ich nicht so genau. Ich werde einen Teil über OBS aufnehmen und einen Teil halt eben mit der GoPro. So, in diesem Video geht es um die Verknüpfung der Ultimate 2 mit dem Computer. In meinem Fall mit einem Linux-System. Und zwar, wie geht man da vor? Eigentlich ist es ganz einfach. So, ich habe jetzt hier schon mal etwas vorbereitet und zwar habe ich die IP-Adresse 192.168.178.160. So, wie komme ich da drauf? So, im Endeffekt ganz einfach. Man geht hier ins Menü hinein und zwar wird die IP-Adresse hier automatisch vergeben mit der Nummer 160. Hier kann ich auch nichts einstellen, hier kann ich nichts verändern, das ist praktisch einfach nur ein Informationstext und dass man sofort sieht, wo ist man überhaupt hier. Hier wäre natürlich mein USB-Stick, hier wären Temp-Dateien und bei Flash kann ich dann dementsprechend ROMs entweder dementsprechend installieren oder halt eben auch Cartridge. So, die habe ich alle schon umbenannt, da waren vorher solche kryptischen Namen und wie geht man da vor? Man kann das einfach manuell machen, hier Rename, klar, alles kein Problem, aber man kann das Ganze auch direkt über den Computer machen. So, und zwar bei Ubuntu ist es ganz einfach. Man geht hier auf andere Orte und dann gibt man hier Folgendes ein. So, das gibt man einfach nur ein, ftp:// //
tuxa@ und dann die IP-Adresse 192.168.168. Geht auf Verbinden und dann hat man hier dementsprechend seinen Eintrag. Und dann kann man hier draufklicken. Ja, und schon sieht man das Gleiche im Endeffekt wie am Commodore selbst. Also Flash Temp USB 0. Genau wie hier. Flash Temp USB 0 und Net 0. Gut, Net 0 braucht man ja jetzt hier nicht. Das würde quasi dann jetzt hier stehen. Hätte man dann die Net-Anschrift. So, und wenn ich jetzt hier mal reingehe, sehe ich hier auch Cards, die ganzen Cartridges und die ganzen ROMs. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich möchte jetzt ganz gerne das Ganze umbenennen, kann man es ja schön am Computer hier machen oder mal einfach am Laptop. So, und jetzt achten wir mal ganz kurz darauf. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich drücke jetzt mal Enter. Ich muss natürlich auch das Ganze hier aufmachen. Und jetzt sieht man hier, er hat das sofort übernommen. Das klappt also schon mal prima. So, wie sieht das jetzt aus mit den ganzen Spielen? Wie komme ich denn da drauf? Auf USB. USB wäre natürlich dementsprechend USB-Stick, der in der Ultimate drin ist. Also das Schätzchen hier, das wäre jetzt USB 0. Ja, und hier, ich gehe da mal ganz drauf, sieht man dann dementsprechend auch die ganzen Dateien. Genau wie am Commodore selbst. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ein Spiel, das möchte ich jetzt hier irgendwie drauf kopieren. Gehe ich zum Beispiel auf meine Festplatte. Ich nehme jetzt hier irgendwie ein Demo. Keine Ahnung was. Hier nehmen wir Demo 14. Komm, kopieren wir mal rüber. Gehen wir auf Netzwerk, USB. Sag ihm einfügen. Und wunderbar. Da hätte ich dann sofort das Demo drauf. In dem Fall Wonderland. Am besten achtet man hier drauf, dass er auch wirklich fertig ist. Er ist fertig. Prima. Ja, und dann kann man das auch sofort direkt starten. Ne? Komm, wir machen mal sofort einen Test, ob das wirklich so schnell und so einfach funktioniert. Enter, Enter, Wonderland, Mount. Ja, und hier hat man, da bin ich letztes Mal, habe ich das übersprungen im ersten Video. Und hier hat man auch nochmal verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, Rename, View, wenn es jetzt ein Bild wäre, Delete zum Löschen. Und ob man das nur mounten will oder auch sofort runnen will. Ja, Read-Only, einfach nur eine Verknüpfung. Oder ob man das on B, das wäre in meinem Fall dann Komma 9, ob man das Komma 9 starten will. Also mit dem B, das kann man einstellen, welche Laufwerksnummer dann dahinter steckt. Das kann 9, also 8, 9, 10 oder 11 sein. Und in meinem Fall wäre das halt eben 9. Und hier genau das gleiche, Read-Only, on B, Linked on B. Die Möglichkeiten hat man hier. Ich mache einfach mal Mount. Ja, und dann gehen wir da einfach mal hinein und schauen nochmal, ob das wirklich auch so funktioniert. Einfach mal Lord Sternchen 8,1, das funktioniert nicht. Vielleicht muss ich auch den hier mit dem einen Block laden. Und dann machen wir sofort Run. Es wird weitergeladen. Ja, und siehe da, ich könnte noch ein bisschen Ton anmachen. Das Demo 14 läuft. Ja, so viel zu der Ultimate 2. Das Ganze ist, wie gesagt, verbunden jetzt per LAN. Und verknüpft mit meinem ganzen Home-Netzwerk hier. Und ich muss sagen, ich bin hochzufrieden. Das funktioniert wirklich super. Und das Schöne ist natürlich auch, wenn ich jetzt an meinem D42 Adventure-System, meiner Benson jetzt hier rumbastel und ich ja doch immer mal wieder die Grafik irgendwie mal kurz mal verändern muss, dann kann ich dementsprechend entweder das direkt über Denise zum Beispiel starten. Oder halt eben auch über einen Deer Master einfach mal gucken, so was habe ich jetzt hier drauf. Zum Beispiel kann ich dann zum Beispiel über einen Deer Maker dann auch mal ein paar Sachen testen, indem ich dann einfach sage, zum Beispiel, so was habe ich überhaupt hier alles drauf, ne? Und kann dementsprechend dann ein paar Dateien mir anschauen, bearbeiten und ähnliches.
Das klappt natürlich dann auch wunderbar über den Computer jetzt hier in dem Fall. Dann in dem Sinne alle Möglichkeiten, die man so braucht, um ein vernünftiges Adventure zu schreiben. Und das finde ich sehr gut. Also das Zusammenspiel Commodore Original Hardware mit Ultimate und dem Netzwerk klappt auf jeden Fall prima. Ja, was kann man hier noch machen? Ich gehe nochmal in F2 hinein. Genau, ich kann ja mal testen, ob die Ultimate auch SID-Dateien direkt abspielen kann. Ich habe hier verschiedene SID-Dateien. Genau, oh, das ist prima. Ich habe hier sofort einen eingebauten Audio-Player mit drin. So, was hätten wir noch? Defender of the Crown ist ja eigentlich auch bekannt. Play Main Tune. Keine Ahnung, was das ist. Und mit dem Plus-Tasten kann man hier dementsprechend sich auch einen Song aussuchen. Ja, und dann über Plus zum Beispiel kann man das nächste Lied anwählen. Und mit One Stop kommt man hier wieder raus. Und dann kann man hier wirklich richtige tolle Sachen abspielen. Arkanoid, auch bekannt, ne? Oder was hätten wir noch? Ja, Ghostbusters, ne? Ich denke mal selbsterklärend. Cool, ne? Ist in der C64-Szene total beliebt, das Lied. Also mein Ding ist es jetzt nicht so. Da gibt es, finde ich, schönere. Ja gut, die digitalisierte Stimme, die klingt schon ganz gut, keine Frage. Ich kann euch mal kurz so ein paar meiner Lieblingslieder vorspielen. Da zum Beispiel Siana Sisters. Ja, Chris Hülsbeck ist selbsterklärend. Ja, alte Erinnerung, ne? Definitiv. Schon die ersten Takte, da weiß ich sofort, in welchem Level ich bin. Ah, und natürlich Main Lead. Das ist natürlich absolut genial. So, was haben wir hier noch Schönes? So, was hätten wir noch? International Karate. Oder wir machen mal Impossible Mission. Ah, da ist auch so ein bekannter. Stay a while. Stay forever. Gut, mehr ist da wohl nicht. Komm, einen machen wir noch. Und zwar, nicht International Karate, Last Ninja, genau.
Last Ninja. Warum hat der jetzt so einen komischen Namen? Wollen wir sofort ändern. Schreiben wir mal davor Last Ninja. Und auch das ist alles möglich direkt mit der Ultimate. Cool. Noch Pause mit Space. Oder vorspulen. Ah. Klasse. Einfach nur cool. Ja, und so kann man sich ja eben so durchseppen. Damit kann man sich stundenlang beschäftigen. To be on top. Ich gehe da nochmal rein. Ich glaube, das ging vorhin irgendwie nicht. Show Info. Rainbow Arts. Okay. Hier, irgendein Lied möchte ich mal ganz gerne hören. Nee, das spielt er nicht ab. Gut, ich meine, wie sauber jetzt die SID-Dateien sind, weiß ich natürlich nicht. Nee, die spielt er jetzt nicht ab. Dann muss ich auch nochmal gucken, woanders liegt. Eigentlich schade, To Be On Top hat auch super Lieder. Skate or Die. Ja, und so kann man sich halt eben ein Lied nach dem anderen anhören. Meine Sammlung ist noch nicht ganz komplett. Da arbeite ich auch noch dran, dass ich dann nach und nach dementsprechend mal auch meine Musikdateien hier ein bisschen vervollständige. Ja, und das wäre es eigentlich auch schon, was die Ultimate 2 so im Groben und Ganzen zu bieten hat. Also das, was ich richtig cool finde an der Ultimate 2 Plus, ist natürlich erstmal, dass sie die 1541 wirklich so super nachbildet, dass da so gut wie alles drauf läuft. Also ich habe jetzt noch keinen Titel gefunden, der auf der Ultimate 2 nicht läuft, aber auf der Original-Hardware. Mag es vielleicht auch geben, aber wie gesagt, die Spiele, die mir ganz wichtig waren, oder die Programme, die laufen alle. Und das ist schon mal wichtig. Und sogar darüber hinaus, wo ich mit der echten 1541 Probleme hatte. Kann aber auch an der alten Hardware hier liegen. Das ist schon mal positiv zu erwähnen. Ja, was ist noch positiv? Das Hin- und Herkopieren übers Netzwerk von einzelnen D64-Dateien oder Programmdateien, wie auch immer. Ja, ich kann ja nochmal gucken, ob Programmdateien überhaupt auch laufen, aber das wäre ein Unding, wenn die jetzt nicht laufen würden. Ich kann ja hier nochmal in meine Sammlung reingehen. Was noch alles unterstützt wird, ja, CRT-Dateien werden unterstützt, also Cartridge wird unterstützt. Ja, D64 sowieso. Was habe ich hier noch drauf? Ich muss noch einen zurück. Ja, die ganzen Demos, sage ich mal, die werden einwandfrei abgespielt. Hier SD-Karte, da gehe ich mal kurz hinein. Meine Sammlung. Genau, und hier hätten wir noch G-Dateien. Ich nehme mal irgendetwas. Was nehmen wir denn mal? Ach komm, Impossible Mission ist immer gut. Hätten wir eine G64-Datei. Okay, jetzt spielt er mir nur das Lied ab. Das will ich natürlich nicht. Ich sage ihm Mount. So, dann gehe ich hier nochmal raus. Dann laden wir das mal. Run Me. Okay, ich mache das Ganze mal ohne Fastloader. Und ohne Fastloader funktioniert das auch. Ja, ich denke mal, viel mehr brauche ich jetzt da auch nicht testen.
Die lädt jetzt noch weiter. Ich gehe jetzt hier nochmal schnell kurz hinein. Was haben wir hier noch? Ein Saboteur 2, was ist das denn? Den ersten Teil kennen. Ah, hier ist noch eine ZIP-Datei. So, können wir auch mal abspielen. Ja, cool. Hier hätten wir auch nochmal eine G-Datei. Dann gehen wir hier nochmal raus. Ja, und dann hätten wir auch hier den Saboteur 2. Was Unterschied zwischen G64 und D64 weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass D64 meistens immer benutzt wird. Und dass es das andere Format auch gibt. Und ja, sieht doch erstmal gut aus, ne? Würde ich sagen. So, und gehen wir nochmal hinein. Vielleicht habe ich ja irgendwo noch Programmdateien. Habe ich hier gar nicht, ne? Alles nur D-Dateien. Ich weiß, wo ich eine Programmdatei habe. Ah, hier hätten wir eine Programmdatei. Zum Beispiel DRA-Kopie. Das wäre für mich ja auch sehr wichtig. Und? Ja, auch DRA-Kopie funktioniert. Der Saboteur ist noch gemountet. Gut, wenn ich da etwas anderes mounten will, wir testen mal, wir mounten mal was anderes. Wir mounten das einfach mal. Sagen wir mal hier die Grafikdateien. Ich gehe einfach nur mal auf Mount. So, und jetzt sage ich ihm neu Directory neu laden. Wie war das nochmal? Auch einfach Enter. Ja, und dann wäre ich in meiner frisch gemounteten Diskette hier drin. Also, das klappt alles prima. Was kann man hier noch für Scherze machen? Office-Programm. Genau, es gibt es Multiplan. Wer von euch kennt Multiplan? Multiplan-Adress, Multiplan, hier, das mounten wir mal. No Directory. Okay, jetzt gehe ich hier nochmal raus. Nein, stopp, Directory erstmal bitte laden. Multiplan, genau. Das könnten wir mal testen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Hätten wir auch Multiplan am Commodore 64. Wenn keiner weiß, was Multiplan ist. Das kennt jeder. Multiplan kennt jeder, hat jeder schon gearbeitet. Es ist praktisch Excel, der Vorgänger von Excel ist es. Damit kann man eine richtige Tabellenkalkulation machen. Ich weiß nicht, ob das genauso funktioniert wie heutzutage. Und mal gucken. Nee, also funktioniert dann doch irgendwie ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist es der Excel-Vorläufer, Multiplan auf dem Commodore 64, das gibt es alles. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!